Hi Leute, heute geht es darum, was du unbedingt vor deinem Studium wissen solltest. Und zwar geht es heute ums Studium, aber auch Ausbildung. Allgemein geht es nämlich um den Punkt, worauf unser Bildungssystem ausgelegt ist. Und das sollte jedem bewusst sein, bevor er eine Ausbildung anfängt, bevor er ein Studium anfängt. Es hat nichts damit zu tun, ob das gut oder schlecht ist, aber das sollte man einfach wissen, wenn man dementsprechend sich in so ein Ausbildungssystem begibt. Und zwar beruht unser Bildungssystem heutzutage darauf, Informationen anzusammeln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es beruht nicht darauf, in den meisten Fällen die Intelligenz auszubauen und logisches Denken zu verankern. In den meisten Fällen dient das Studium vor allem dazu, Wissen, Informationen anzusammeln. So. Das heißt, es ist wie ein Speicher auf deiner SD-Karte, mit der ihr euch ja, gerade das Video anschaut, also mit der ich das Video von der Kamera runtergeholt habe. Es ist einfach nur Speicher. Es ist einfach nur Informationen, die man ansammelt. Und ein Studium heutzutage, die meisten Studiengänge haben nichts mit Intelligenz zu tun. Du brauchst keine hohe Intelligenz, um ein Studienfach durchzuziehen. Und es ist heutzutage nötig, wenn du ein Studium anfängst, dass du anpassungsfähig bist. Dass du das durchziehen möchtest. Aber in den meisten Studiengängen, wie zum Beispiel, wenn man sich Medizin anschaut, wenn man sich Lehramtsstudiengänge anschaut, Gymnasiallehramt sowieso, nur als Beispiel, weil ich da sehr viele Leute kenne, und Gymnasiallehramt, es ist wirklich so, du lernst so viel Theorie und das sind Leute, die können nicht mal annähernd mit Kindern oder Jugendlichen umgehen. Das Sozialverhalten ist überhaupt nicht ausgeprägt. Und da kommt es auf Erfahrung drauf an. Das sind Leute, die machen 5 Jahre ein Lehramtsstudium und gehen dann in eine Schule und stellen sich vor eine Klasse und merken dann plötzlich, hey, sie können überhaupt nicht mit Menschen umgehen. Sie haben nie diese soziale Kompetenz gelernt. Der Stoff ist eigentlich das Banalste und das Unwichtigste, nicht das Unwichtigste in dem Sinne, dass man das nicht können sollte. Der Stoff ist eine Grundvoraussetzung. Aber das ist einfach nur Information, die kann man zusammensammeln. Und dann geht es aber darum, wie kann ich das vermitteln? Und das wird zum Beispiel in einem Lehramtsstudium nicht sehr viel beigebracht. Da bräuchte man eher eine Pädagogikausbildung oder sowas. Und genauso ist es mit dem Medizinstudium. Da sammelst du einen Haufen Informationen an und wer weiß schon noch irgendwas davon? Jetzt mal rein von der Schule her gesehen. Weißt du noch Satz des Pythagoras oder was weiß ich? Wie viel hast du dir in der Schule gemerkt? Wie viel ist da wirklich hängen geblieben? Und Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen den roten Faden verliere und ein bisschen abdrift, aber das ist wichtig. Wie viel hast du dir von dem Stoff, was du in der Schule, von der Information, was du in der Schule bekommen hast, gemerkt? Eigentlich ist Lernen ein freudvoller Prozess. Erinner dich mal an eine Situation, wo es irgendwann mal Klick gemacht hat, wo du irgendwas kapiert hast und verstanden hast und dann gemerkt hast, oh, so funktioniert es. Dabei werden immer Glückshormone ausgeschüttet. Das heißt, normalerweise müsste ein Studium die glücklichste Zeit deines Lebens sein.
Das musst du dir bewusst machen. Normalerweise sollte eine Ausbildung, ein Prozess des Lernens, einer der glücklichsten Momente in deinem Leben sein. Weil jedes Mal, wenn du wirklich was kapierst und lernst, dass es auch hängen bleibt, dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Aber wir haben in unserem Bildungssystem teilweise den Prozess des Lernens so abstrahiert und nur noch als Information angesammelt, betrachtet, sodass wir dabei überhaupt kein Glück mehr empfinden, weil wir auch nicht wirklich was lernen, weil das bleibt ja nicht hängen. Das Wenigste aus der Schule ist hängen geblieben. Das, was du erfahren hast, bleibt hängen. Es ist wie mit einem Instrument spielen. Du kannst tausende von Seiten lesen und umwälzen und studieren. Dieses Grundwissen, die Theorie ist wichtig, aber sie ist wertlos. Die Theorie ist wertlos, wenn du es nicht erfährst, wenn du keine Praxis daraus machst. Du kannst dir tausende von Büchern darüber durchlesen, wie man ein Musikinstrument spielt. Aber du kannst deswegen nicht spielen. Du musst es langsam über Jahre lernen und über die Erfahrung kommt es. Und in den Studiengängen heutzutage wird einfach nur Informationen meistens angesammelt. Es gibt die wenigsten Studiengänge, wo du noch ein bisschen Intelligenz brauchst. Aber selbst da schummeln sich manche mit irgendwelchen auswendig gelernten Dingen durch, die sie nicht verstanden haben. Und es ist sehr problematisch. Wenn du nach einer Ausbildung kein Stück intelligenter bist und kein Stück mehr Erfahrung gemacht hast. So, ich habe zum Beispiel meinen Bachelor in Bauingenieurwesen gemacht, an der FH. So. Und ich muss sagen, das war noch ein einigermaßen sinnvolles Studium. Ich durfte in 80% der Prüfungen alles an Material mit reinnehmen oder zumindest zwei Seiten, wo ich mir aufschreiben konnte, was ich wollte, Taschenrechner, Formelsammlung, alles mit reinnehmen. Weil es in den Prüfungen nicht darum geht, dass du irgendwelche Informationen angesammelt hast, sondern darum, dass du es verstanden hast. Und all die Informationen, all die Unterlagen bringen dir in so einer Prüfung überhaupt nichts, wenn du es nicht verstanden hast. Aber das sind die wenigsten Studiengänge, wo das gefordert ist oder wo das noch so umgesetzt wird. In den meisten Studiengängen heutzutage, ich kenne Leute, die soziale Arbeit studiert haben, die kommen irgendwie in die BIP und haben einen Kartenstapel von Karteikärtchen. So. Und dann sagen sie, ja, alles klar, wenn ich diesen Karteikartenstapel auswendig kann, dann habe ich eine 1-0 in der Prüfung. Wo ist die Intelligenz? Wo ist die Erfahrung? Und danach ist es vergessen nach der Prüfung. 2-3 Jahre später, allerspätestens, ist davon 1% höchstens noch in deinem Kopf, 2-3%. Es ist nichts wirklich hängen geblieben. Und du hast auch keine Freude dabei verspürt bei dem Lernprozess. Daran erkennst du auch, dass es kein richtiger Lernprozess ist meistens. Es ist ein Bulimie-Lernen, wie man heutzutage so schön sagt. Auswendig lernen, auskotzen. Und dann ist es vergessen. Und wenn du einen Studiengang anfängst, dann soll dir das bewusst sein, dass gewisse Studiengänge nur darauf abzielen, wie viel Information du in kürzester Zeit einspeichern kannst, aber dann auf Dauer sowieso wieder vergessen wird. So. Und du solltest dich fragen, ob du nicht vielleicht Besseres mit deiner Zeit anfangen kannst, weil in vielen Hinsichten kann Wissen auch behindert sein. Wenn du glaubst, du weißt was, dann hört deine Intelligenz auf zu arbeiten. Wenn du einen Test machst und bereits denkst, ein Ergebnis kommt dabei raus oder das soll dabei rauskommen, oder wenn du was suchst und schon eine Annahme gemacht hast und du denkst, du weißt, dass das abläuft,
dann ist das nie ein aussagekräftiger Test. Und es ist keine wirkliche Wahrheitssuche, das ist einfach nur eine Bestätigungssuche. Und viele verbauen sich ihre Intelligenz enorm mit irgendeinem Wissen, das sie ansammeln. Also zum Beispiel ein Medizinstudium. Ich kenne wenig Leute, die aus einem Medizinstudium noch klar rauskommen. Es gibt gute Ärzte, die noch einen klaren Verstand haben und die nicht so stark mit der Information identifiziert sind, die sie da an die Hand bekommen. Aber es gilt auch, Informationen zu überprüfen und zu hinterfragen, die man in einem Studium an die Hand bekommt. Und da ist Intelligenz gefragt. Und deshalb solltest du dir bewusst sein, wenn du gewisse Studiengänge wählst, in den meisten Studiengängen wird nur Information gefordert. Und ein wichtiger Punkt ist noch beim Studium die Identifikation mit diesem ganzen Wissen, mit diesen ganzen Informationen. Viele haften an diesem Wissen, an dieser Information und denken eben, das ist das Goldene vom Ei. Es gilt alles zu überprüfen. Und da ist halt, wie gesagt, wieder die Frage, bist du auf der Suche nach Wahrheit oder einfach nur auf einer Suche nach Bestätigung? Du hast vorher eigentlich schon Annahmen gemacht und die willst du nur bestätigen. Wenn du vorher schon eine Annahme gemacht hast, als Beispiel, irgendwelche Krankheiten sind nicht heilbar, dann sucht dein Verstand nur nach dieser Bestätigung. Ist in allen Bereichen so. Und da gilt es, Bewusstheit aufzubauen. Wenn du bewusst bist, kannst du das alles machen. Dir sollte das nur jeden Moment bewusst sein, dass das einfach nur eine Riesenansammlung von Informationen ist. Also nochmal zum Ende von dem Video. Ich möchte damit weder sagen, dass ein Studium gut oder schlecht ist, dass du das machen sollst oder nicht, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, glaubst du, es ist sinnvoll, wenn ich dieses oder jenes studiere? Am Ende kannst du das immer nur selber entscheiden. Und das Wichtige ist, dass es dir bewusst ist, auf was dieses Bildungssystem beruht, die meisten Studiengänge, und dass du dabei reflektiert und bewusst bleibst. Und wenn du dich in den glücklichen Zustand bringst, habe ich auch schon öfter in anderen Videos gesagt, dann ist es egal, was du machst. Mach ein Studium, mach dieses, mach jenes. Aber schau erstmal, dass du dich nebenbei zumindest oder am besten zuerst in den Zustand bringst, dass du immer glücklicher wirst. Dazu gibt es ganz einfache Mittel und Techniken. Die kann man anwenden. Dann wirst du immer glücklicher, unabhängig von den äußeren Situationen. Und dann kannst du wirklich frei wählen. Das ist eine freie Wahl. Wenn du dich einfach so dazu entscheidest, auch wenn du es nicht machen musst, das ist die wirklich freie Wahl. Wenn du irgendwas machst, irgendein Studium, um irgendwie Anerkennung oder Sonstiges zu erreichen, dann ist es definitiv nicht das Richtige. Mach ein Studium, weil du das lernen möchtest, weil dich das interessiert, weil das deins ist, weil es dir wichtig ist. Mach ein Studium nicht, weil es dich glücklich macht, sondern bring dich in den glücklichen Zustand und mach das Studium, was dir gefällt und wichtig ist. Genau. Und das gilt für jede Ausbildung. Aber so viel abschließend zu dem Video. Sei dir dessen bewusst. Mach dein Glück nicht von einem Studium abhängig.
Und sei dir bewusst, dass das nicht alles ist im Leben. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.